Bleibt Borussia Mönchengladbach auch nach dem 10. Spieltag Tabellenführer? Ihr erfahrt's gleich in unseren Bundesliga-Tipps. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Yeah, ich bin wieder fit und fit wie ein Turnschuh, hochmotiviert und Chris Custodian sowieso immer. Ja, holla die Waldfee, sage ich da, wenn wir auf den DFB-Pokal zurückschauen. Einige wirklich Überraschungen in der nächsten Runde, dafür ist der DFB-Pokal da. Bochum hat es leider nicht geschafft, das wäre mal eine Sensation aus historischen Tagen, wenn man den großen FC Bayern geschlagen hätte, aber kurz vor knapp, Thomas Müller wieder am Start. Doch jetzt sind wir schon wieder beim 10. Bundesligaspieltag und es geht los, Radek, mit Hoffenheim gegen Paderborn. Genau, und die Hoffenheimer haben sich ja in der letzten Zeit wieder stärker präsentiert als zu Saisonbeginn, kommen langsam in Fahrt und das zeigt sich dann auch in der Tabelle. Hoffenheim klettert, hat schon 14 Punkte, das ist nur 5 Punkte weniger als der Tabellenführer und auf dem untersten Platz, auf Platz 18, sehen wir Paderborn, die jetzt zwar ein Spiel gewinnen konnten, aber immer noch natürlich ganz hinten sind und auch im DFB-Pokal gegen Leverkusen hat es nicht gereicht zum Weiterkommen. Ja, das spricht klare Bände eigentlich. Hoffenheim ist natürlich auch mit einer Quote von 1,55 Favorit. Das reizt mich nicht direkt, das könnte man für eine Double Bet nehmen, aber wir gehen hier aufs Asian Handicap, minus 1 auf Hoffenheim. Da kriegt man das Geld zurück, wenn sie nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen sollten, die Hoffenheimer. Ansonsten ist die Wette mit einer Quote von 1,78 gewonnen. Ja. Wenn Hoffenheim dieses Spiel eben mit 2 Toren Unterschied gewinnt. Ja, sehr gut sogar. Ich hätte sogar noch eine zweite Wette bei dem Spiel. Freut mich erstens, dass Paderborn jetzt letztes Mal gewonnen hat. Hoffenheim war mit 4 Siegen in Folge und sie schießen ganz gerne ihre Tore in der zweiten Halbzeit. Von daher haben wir noch geschaut, wer so Quoten um die 1,5 attraktiv findet für Double Bets. Der könnte doch darauf gehen, dass in der zweiten Halbzeit bei diesem Spiel über 1,5 Tore fallen. Die Wette würde ich auch gerne einloggen, weil Hoffenheim einfach wieder mehr auf dem Niveau der letzten Saison ist, auch weiter nach oben klettern wird aus meiner Sicht. Und die 1,57 finde ich dafür doch attraktiv. Paderborn traue ich ein bisschen was zu, aber am Ende geht das bestimmt 3-1 oder so für Hoffenheim aus. Mhm. Kann man so machen. Paderborn hier nicht einen raushaut und uns alle überrascht und in Hoffenheim gewinnt. Verrückte Bundesliga, alles ist möglich. Ja. Bremen gegen Freiburg, ein heißes Duell im hohen Norden, denn der Überraschungsgast aus Freiburg steht ja in der Tabelle auf Platz 3 mit 17 Punkten. Also das nach 10 oder 9 Spieltagen hätte wahrscheinlich fast keiner für möglich gehalten. Und sie overperformen ein bisschen natürlich und die Bremer mit 10 Punkten sind ein bisschen weiter unten. Warum 4? Weil nach 4 Siegen von Hoffenheim jetzt wir hier ein Team haben mit 4 Unentschieden in Folge. Das ist schon eine kuriose Leistung von Bremen, die aus meiner Sicht da in der Tabelle stehen, wo sie hingehören am Ende der Saison und da jetzt aber trotz des ganzen Verletzungspechs sind. Also in dem Sinne finde ich, dass beide so ein bisschen Overperformer sind. Okay. Die Quoten, wenn wir uns die anschauen, Bremen ist der Favorit, hat aber eine Quote über 2. Und das finden wir doch beide attraktiv genug, um darauf anzuspielen. Denn Freiburg, da muss es mal bald nach unten gehen. Werder muss diese Spiele einfach gewinnen gegen Teams auf Augenhöhe. Und jetzt mit dem 4-1 gegen Heidenheim haben sie wirklich eine gute Mannschaft auch souverän besiegt. Freiburg hingegen mit dem 1-3 daheim gegen die Eisernen aus Berlin werden sich hoffentlich nicht wieder die Punkte in der Liga zurückholen, die sie jetzt im DFB-Pokal quasi verloren haben. Deshalb 2,1 sensationelle Quote für uns auch wert. Bei Dortmund-Wolfsburg ist Dortmund mit einer Quote von 1,55 wahrscheinlich zu Recht Favorit, Heimvorteil. Und wer die Wolfsburger im Pokal gesehen hat, der würde sagen, die 1,55 ist ja Gold wert. So überschwänglich bin ich nicht, denn Dortmund hat ja auch zuletzt wieder alles andere als uns froh gemacht, auch wenn sie jetzt den Tabellenführer sogar gar zweimal besiegt haben in der Bundesliga 1-0 im Pokal 2-1.
Ja, gegen Schalke waren sie aber nicht die bessere Mannschaft und gegen Inter haben sie verloren. Also bei Dortmund läuft es nicht wirklich so wie erwartet. Die wurden ja schon vor der Saison als Meister per Handschlag beglückwünscht, aber in dem Spiel sehe ich vor allem hier eine Chance auf viele Tore, denn Dortmund, Wolfsburg, die haben beide gute Offensivkräfte. Wolfsburg hat halt Weghorst und Dortmund hat halt noch ein paar andere. Und von daher ist die Quote von 1,69 auf über 2,5 Tore gerade fein. Ja, ich denke auch, dass die Torwette hier das Spannendste ist, weil das kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt von Dortmund halten soll. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber Fakt ist, Gladbach hat geführt 1-0 und aus irgendeinem total bescheuerten Grund gibt es keinen Videoassistenten beim DFB-Pokal. Dortmund hat nämlich das 1-1 in einer Abseitsposition geschossen und der Julian Brandt war da ein, zwei Schritte zu weit vorne. Komisch, aber war Dortmund deshalb mit dem Sieg im DFB-Pokal und die Frage ist, sind demnächst Lucien Favres Tage gezählt oder gibt es jetzt mal wieder einen Befreiungsschlag gegen Wolfsburg? Mhm. Aber ich glaube, auch im nächsten Spiel muss man schauen, was mit dem Trainer passiert. Oder? Lieber Radek? Genau, bei Leipzig gegen Mainz. Meinst du jetzt Sandro Schwarz oder Julian Nagelsmann? Ja, ich habe in Erinnerung gehabt, dass wir jetzt über Frankfurt-Bayern reden, aber die Leipziger gehören ja auch zur Bundesliga. Ja. Zu Recht. Mit den Leistungen bisher waren ja auch erstmal Tabellenführer. Jetzt sind sie aber hier auf Platz 6 runter. Und die Mainzer haben sich ein bisschen von hinten freigekämpft und stehen jetzt ganz solide da. Diese Quote von 1,4 auf Leipzig finde ich trotz oder vielleicht auch gerade, weil sie jetzt gerade im Pokal sich freigeschossen haben, ein bisschen übertrieben. Weil mit Mainz ist nicht zu spaßen. Die kann man immer ganz schwer einschätzen. Die machen es jedem schwer. Also wenn sie verlieren, dann nur knapp. Oder sie können auch mal für eine Überraschung sorgen. Und wenn nicht, dann ist die Quote trotzdem zu niedrig auf Leipzig. Ja. Deswegen hier eine No-Bet. Sehe ich genauso. Leipzig auch wirklich im Formtief im Vergleich zum Anfang der Saison. Nächstes Spiel ist Leverkusen gegen Mönchengladbach. Die Quoten hier auch. Wie immer eigentlich, wenn Gladbach Tabellenführer ist, sind sie Außenseiter. Ich glaube, das ist jetzt schon zum dritten Mal oder so der Fall. Auch wieder in Leverkusen. Und wenn wir ganz kurz auf die Statistik schauen, die letzten Spiele, beide, oder besser gesagt Leverkusen im DFB-Pokal weiter, Gladbach wie eben beim Spiel Dortmund erwähnt, ausgeschieden. Doch davor in der Liga hat Leverkusen nicht wirklich geglänzt. Daheim gegen Leipzig und Bremen unentschieden gespielt, in Frankfurt verloren. Atletico, da waren sie nicht so verkehrt. Die 1-0-Niederlage sehen wir mal als halben Sieg. Aber Gladbach hingegen ist zu Recht Tabellenerster. 4-2 gegen Frankfurt daheim gewonnen und davor auch auswärts in oder beim AS Rom bestanden, gegen Dortmund knapp verloren. Und ja, deshalb, warum nicht einfach hier auf den Tabellenführer setzen? Schauen wir doch mal, was die Asian Handicaps hergeben. Ja, die Siegquote alleine ist auch mit 3,6 für Gladbach-Fans ein gefundenes Fressen. Ich würde aber Leverkusen hier auch durchaus einen Punkt zutrauen, so ist es nicht. Und daher wäre dieses plus 0,5 auf die Gäste und damit den Tabellenführer eine doch ganz attraktive Sache bei einer Quote von 1,9. Ja. Die loggen wir mal ein. Das gefällt mir auch sehr gut. Noch dazu hat Leverkusen gegen gute Teams bisher nicht gezeigt, dass sie gewinnen können. Und warum sollten sie jetzt damit anfangen? Wir hoffen, dass Peter Bosz hilft und der Rose ist ja wirklich ein klasse Trainer. Der findet die richtige Einstellung, sodass wir unsere Wette gewinnen können. Was hast du uns zu sagen beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen Kovac Bayern München? Du hast ja schon den Trainer angezählt und der spielt hier gegen seinen Ex-Verein, seinen Lieblingsverein, muss man fast sagen, denn wir haben vorher geredet, da hast du gemeint, die Mannschaft Bayern spielt ja gegen den Trainer und ich sage, der Trainer spielt gegen die Mannschaft, denn er hat auch gesagt, Frankfurt hat die besten Fans der Liga und das hören Bayern-Fans normal nicht gut, auch wenn es vielleicht die Wahrheit ist und von daher, DFB-Pokal lief auch nicht so ganz solide, auch wenn Hasan Salihamidžić mit seinem super ironischen Interview zufrieden damit war. Also man denkt, es wäre ironisch, aber also ich weiß nicht, ob Hasan Salihamidžić so viel von Ironie versteht. In Wahrheit, ja,
Hier die Quote auf Frankfurt 7,5 ist sehr hoch und das bringt uns zu den Asian Handicaps, denn hier hat Bayern es in den letzten 5 Spielen nicht geschafft, eine Mannschaft mit 2 Toren Unterschied zu besiegen. Also warum sollen sie dann jetzt plötzlich mal wieder einen raushauen? Klar, kann immer mal wieder passieren, aber dieses Asian Handicap von plus 1,5 auf Frankfurt, damit gewinnt man auch die Wette, wenn Frankfurt mit einem Torunterschied verlieren sollte, lacht mich bei der Quote einfach an. 1,82 mitgenommen. Gefällt mir gut. Die letzten Wochen haben wir uns dagegen entschieden. Jetzt gegen Frankfurt haben wir beide ein gutes Gefühl. Und dann geht es zum Derby nach Berlin. Und zwar Union empfängt Hertha. Union mit einem Überraschungssieg im DFB-Pokal in Freiburg. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Hertha im Elfmeterschießen weitergekommen gegen Dresden. Glückliches Weiterkommen, muss man sagen. Und in der Liga Union Berlin daheim haben sie ja wirklich die Punkte geholt. Jetzt gegen Freiburg, gegen den Dortmund Dritten gewonnen. Genau. Und sie haben den BVB auch zu Hause 3-1 besiegt. Also die Eisernen sind eine Macht daheim. Die können schon was. Und Hertha hat den ersten Dämpfer hinnehmen müssen nach ihrer guten Siegesserie. 1-1 gegen Werder, 2-3 gegen Hoffenheim verloren. Da haben wir auch auf Hoffenheim gesetzt in der letzten Woche. Ich hoffe, ihr wart dabei. Und in dem Spiel sehen wir jetzt dank der ausgeglichenen Quoten auch ein relativ ausgeglichenes Spiel und wollen uns als erstes auf die Tore fokussieren. Und zwar, Radek, wenn du dich jetzt groß machst, dann sieht man, glaube ich, die Quoten besser, was es gibt für 2,5 Übertore. Ja, wir haben hier ja ein Berliner Derby, das erste seit 2013 und die zwei Mannschaften oder beziehungsweise die Fanlager sind ja sehr rivalisiert und deswegen finde ich die Quote für über 2,5 Tore mit 1,87 hier absolut attraktiv, denn normalerweise fallen in der Bundesliga ja immer relativ viele Tore und warum nicht auch in diesem Spiel, wenn die Quote ausnahmsweise schon mal relativ gut ist bei over 2,5. Von daher würde ich hier auf ein torreiches Berliner Derby hoffen. Hoffen wir beide. Weiter geht's mit den Sonntagsspielen und hier haben wir Fortuna Düsseldorf gegen den FC Köln. Sehr, sehr interessant bei der Quotenvergabe, dass die Heimmannschaft mit einer 2,8 datiert ist und Köln mit 2,5 der Favorit. Wenn wir jetzt mal die letzten Spiele anschauen, eine peinliche DFB-Pokal-Niederlage beim Regionalligisten FC Saarbrücken. Da sagen natürlich Kölner Fans, aber Saarbrücken, die haben ja voll das Budget und die sind ja voll gut, sind aber trotzdem in der Regionalliga und Köln in der Bundesliga. Düsseldorf hat sie jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber letztendlich weitergekommen gegen Aue, haben davor in der Woche dafür gesorgt, dass Paderborn endlich in der Bundesliga angekommen ist. Doch daheim haben sie vor die Woche gegen Düsseldorf gewonnen, Mainz. Und gegen Mainz gewonnen, Entschuldigung. Und in dem Fall vermuten wir doch auch, dass es gegen Köln zu einem Sieg reichen könnte. Hier gibt es zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht, wenn man die Asian Handicaps anschaut. Wer sagt, es kann ja auch unentschieden ausgehen, sieht aber Düsseldorf als Favorit, der könnte entweder Asian Handicap 0 gehen auf Düsseldorf. Dann kriegst du eine Zweierquote oder was wir machen werden, wir gehen auf Düsseldorf plus 0,25. Was bedeutet das? Erstens, wenn Düsseldorf gewinnt, bekommen wir eine 1,76 raus und wenn es unentschieden ausgeht, bekommen wir davon immerhin noch die Hälfte als Gewinn ausbezahlt. Double Chance mit einem gewissen Risiko, dass man vielleicht nur die Hälfte gewinnt, aber Köln, die müssten jetzt erstmal psychologisch sich da selber rauskämpfen und ich glaube einfach nicht, dass die in Düsseldorf gewinnen. Ja, und bei der Quote muss man einfach die Fortuna supporten, denn die Kölner sind es halt einfach nicht wert, unterstützt zu werden in Sachen Wetten derzeit. Ja. Dann haben wir noch ein Schmankerl, Augsburg gegen Schalke und da finde ich mal wieder die Augsburger Quote zu hoch, denn Schalke hat ja im Pokal gespielt und die sind in den letzten Wochen ein bisschen über ihren Verhältnissen geflogen. Die haben gegen Dortmund gut gespielt, hätten vielleicht sogar den Sieg verdient gehabt und haben aber dann auch gegen Hoffenheim in Hoffenheim verloren. Während die Augsburger, die haben aktuell, wenn wir auf die Tabelle schauen, 7 Punkte gesammelt, sind Vorletzter.
Aber von den 7 Punkten haben sie immerhin 5 zu Hause geholt, während Schalke auswärts 7 Punkte geholt hat. Zwar sich wenig zu Schulden kommen hat lassen, aber grundsätzlich tendiere ich dazu, dass Schalke, die ja im Pokal gespielt haben gegen Bielefeld, erstens vielleicht müder sind dann noch ein bisschen. Außerdem nach dem Derby sowieso das wichtigste Spiel des Jahres schon hinter sich haben und ein bisschen sich wieder der Normalität angleichen. Und Augsburg muss Punkte sammeln. Und das haben sie zuletzt gegen Wolfsburg getan, gegen Bayern getan. Die Bayern konnten nicht in Augsburg gewinnen. Also ich finde, das ist schon gute Werbung dafür, dass Augsburg dieses Spiel gegen Schalke zumindest nicht verliert. Und ja, beim Asian Handicap oder der Double Chance auf Augsburg, was ja einem Asian Handicap plus 0,5 entspricht, bekommt man hier eine Quote von 2,01. Und das mache ich. Sehr cool. Dann haben wir doch heute fast bei jedem Spiel eine Wette platziert. Lass uns die vielleicht nochmal in der Zusammenfassung anschauen. Wir befinden uns hier auf der Seite von Oddspedia. Das hat leider nicht geklappt. Aber gut, wir müssen es einfach so dann nochmal rekapitulieren. Auf einen Blick. Hoffenheim, Asian Handicap minus 1 gegen Paderborn. Plus über 1,5 Tore in der zweiten Halbzeit. Bremen, Freiburg, Sieg Bremen 2,1. Dortmund gegen Wolfsburg über 2,5 Tore. Leipzig, Mainz, no bet. Leverkusen, Gladbach, ein plus 0,5 auf Borussia Mönchengladbach, also Double Chance. Und Frankfurt, Asian Handicap 1,5 gegen Bayern. Im Berliner Stadtderby gibt es über 2,5 Tore. Definitiv. Und Düsseldorf-Köln, ein Fortuna plus 0,25. Die letzte Wette auf den FC Augsburg plus 0,5 oder eben die Double Chance Augsburg oder unentschieden. Yes, da sind schon einige Ideen dabei. Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare, was ihr besser machen würdet, was ihr uns oder wo ihr uns zustimmt. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.